Hallo Leute, ciao von Andrea Unger und Tesla, ja. Also, erstmal bitte meinen Kanal abonnieren, sonst kriegst du nicht sofort die Meldungen, wenn etwas Neues kommt, okay? Gut. Also, was ist mit Tesla passiert? Ich hatte mich auch mit Lars Eriksen darüber unterhalten. Ein Beitrag kommt vielleicht auch in einem Video. Da war er neugierig, was ich mit Tesla gemacht habe. Wie mit ihm gesagt, ich habe Tesla gekauft. Ich habe nicht nur Future-Systeme, sondern auch ein System, eine Strategie, die auf Aktien arbeitet. Aber die ist nicht eine Swing-Trading-Strategie. Das ist eine Strategie, die mir sagt, auf welche Aktien ich investieren soll. Da kaufe ich normalerweise 10 Aktien von dem Nasdaq 100 und die bleiben im Portfolio für einen ganzen Monat. Nach dem Monat kriege ich die neue Liste von den neuen 10 Aktien. Einige bleiben gleich, dieselbe, also da mache ich nichts. Andere muss ich neu kaufen und die aus der Top 10 rausrutschen, verkaufe ich und so weiter, bla bla bla. Gut, was ist also passiert? Am 2. Dezember, das ist der erste Arbeitstag, Trading-Tag von Dezember 2019, habe ich ein Signal für Tesla bekommen und ich bin bei Tesla eingestiegen. Da habe ich ungefähr 100.000 Dollar für Tesla gekauft, eine von den 10 Aktien, die in den Signalen waren. Und habe ich also, Kurse waren bei ungefähr 331, 300 Aktien gekauft. Die Ausführung kam knapp nach dem Open, 9:38 Uhr auf dem Interactive Broker Statement, was 15:38 Uhr bei uns in Europa ist. Und ich bin also eingestiegen. Und das war alles klar. Und was neugierig ist in der ganzen Geschichte, das 2. Dezember ist mein Geburtstag. Also es war mein Geburtstag. Da habe ich irgendwie ein Geburtstagsgeschenk bekommen, weil du schon weißt, was nachher passiert ist bei Tesla. Also Tesla ist gestiegen. Ist gestiegen, ist gestiegen, ist gestiegen und ich sollte im Prinzip nach dem System, nach der Regel vom System ruhig in der Position sitzen. Das habe ich auch gemacht für eine Weile. Aber im Februar, wir sind im Februar jetzt, ist Folgendes passiert. In den ersten Tagen vor Februar sind die Kurse noch mehr nach oben gesprungen. Wirklich wesentlich nach oben mit sehr hohes Momentum. Und am 4. Februar hat sie sogar noch irgendwie die Zone von 1000 Dollar erreicht. Nicht 1000, aber in der Nähe. Was mir nicht gefallen hat, war die Kerze, die Tageskerze von diesem Tage, weil die Kurse sind gesprungen, hatten den Gap Up geöffnet, sind hochgesprungen, aber dann zum Close sind sie wieder ungefähr zum Open-Niveau gekommen. Und das war nicht so nett. Also ich habe schon mal gesagt, ich mache normalerweise keine Chartanalyse, aber ich weiß auch, dass einige Niveaus psychologisch wichtig sind. Und 1000 ist natürlich ein wichtiges Niveau. Zusätzlich waren die Gewinne auf Tesla schon wirklich groß im Vergleich zu den anderen Gewinnen auf den anderen Aktien, die ich hatte. Was passiert, wenn man sehr hohe Gewinne irgendwo schafft? Man hat Stress. Das ist eine schöne Stressquelle, aber trotzdem hat man Stress. Stress kommt nicht nur von Verlusten, glaubt mir, es kommt auch von Gewinnen. Wenn die Gewinne ungewöhnlich sind im Vergleich zu anderen, wenn die zu schnell kommen, dann kriegt man schnell Stress. Warum? Man sieht große Gewinne und man denkt sofort an, wie viel man natürlich noch mehr schaffen kann, das ist klar, aber auch an, wie viel man zurückgeben würde, wenn die Bewegungen jetzt sich umkehren würden. Und das ist natürlich eine große Stressquelle. Und nach dieser Figur auf der Tagescharte habe ich gesagt, guck mal, Andrea, das System sagt mir nichts. Wir sind noch am Anfang Februar, es ist der 4. Februar, aber ich habe Angst. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte Angst, blöde Angst, aber ich habe gesagt, ich habe jetzt ein gutes Gewinn, soweit, das war über 150.000 Dollar. Was soll ich tun? Soll ich
in der Position sitzen, wie das System mir sagte, oder soll ich eine Entscheidung treffen? Da habe ich eine Entscheidung getroffen, die war, okay, pass mal auf. 1000 ist ein wichtiges Niveau. Ich werde ein Oka-Order platzieren. Oka ist One Cancel All, das heißt, du platzierst mehrere Orders und sobald eine von diesen Orders ausgeführt wird, dann schließt, cancelt, löscht alle anderen Orders das System automatisch. Ich habe also ein Oka-Order als Limit Sell bei 995 eingegeben und ein Stop-Order, Stop-Sell, beim Ausflug von dem Tief von dieser Kerze. Ich war bei ungefähr 833, da habe ich einen Sell-Stop bei 830 eingegeben. Was ist also passiert? Leider wurde nicht das 995 Limit Sell ausgeführt, sondern mein Stop-Order sofort beim Open. Die Kurse sind in Gap-Down sogar noch gestartet und ich wurde ungefähr 813 oder sowas ausgeführt. Also meine Position im Flat ist jetzt flat. Tesla ist geschlossen. Ich bin nicht mehr drin, nachdem, das war gestern, also wenn ich jetzt aufnehme, es ist am Moment Donnerstag hier, am Mittwoch bin ich also ausgestiegen, am Anfang des Tages, des Wall Street Tages, und ich habe einen Gewinn von knapp 145 Dollar geschafft. Was natürlich gut ist, ist sehr gut. Ob es besser sein könnte oder ob meine Entscheidung gut war, das kann nur die Zukunft sagen, das ist klar. Aber was habe ich in der Tat gemacht? Ich habe nicht nach meinem System gearbeitet, was man nicht machen soll. Aber mein Stressniveau war so hoch wegen der schnellen Gewinne, so dass ich diese Entscheidung getroffen habe, nur dass ich ruhiger arbeiten würde. Das bedeutet auch, dass die Systeme, Trading-Systeme, helfen natürlich gegen Stress, aber nicht immer, nicht in alle Fälle. Und es gibt Fälle wie dieser Fall, wo man auch Stress haben kann, wenn man zu gut gewinnt. Zu gut bedeutet zu schnell. Ein blödes Beispiel. Nehme an, du handelst mit 10.000 Euro Konto, okay? Und du hast einen Stop-Loss von 5%, weil das dein Risikoprofil ist. Das heißt, du kannst 500 Euro verlieren und du bist gemütlich mit diesem 500 Euro Risiko. Und jetzt nehme an, du öffnest eine extrem gute Position und deine 10.000 Euro werden in ein paar Wochen 500.000 Euro. Okay, gut, top. Aber du arbeitest immer gleich, also du hast immer noch 5% Risiko. Aber dein 5% ist jetzt nicht mehr 500 Euro, sondern 25.000. Aber es ist immer 5%. Risikoprofil ist ganz gleich, aber es sind jetzt 25.000 Euro. Aber dein Konto ist zu schnell gewachsen, von 10.000 auf 500.000. Und diese 25.000 Euro sind für dich jetzt einfach zu viel. Dein Mindset ist doch nicht gewohnt um diese Summe und es wird ungemütlich. Du hast jetzt Probleme mit dem 25.000 Dollar Verlust, was aber immer noch 5% ist. Wenn das Konto von 10.000 auf 500.000 in 10 Jahre gewechselt wäre, dann hättest du die Möglichkeit gehabt, Step nach Step, dich mit den neuen Zahlen zu beschäftigen und damit gewohnt zu werden. Aber wenn es zu schnell war, dann nicht. Das ist ein anderes Beispiel, wo von Gewinne auch Stress kommen kann, wenn die Zahlen, mit denen man zu tun hat, in einer sehr schnellen Zeit größer werden, zu größer. Ein Gewinn wie bei Tesla mit 150.000 Dollar für 2 Monate ungefähr, habe ich nicht geschafft, so weit noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe andere gute Gewinne geschafft, auch in einem Tag sogar noch, in andere Fälle, aber so ein Momentum in einer Position habe ich noch nicht erfahren. Und das war für mich zu viel, nicht wegen des Gewinns selbst, was nicht unbedingt jetzt ausgezeichnet ist, generell, aber weil es so schnell kam und ich habe gedacht, aber jetzt, wenn alles zurückgegeben wird, dann habe ich Ärger. Und das war meine Stressquelle.
Ich habe gedacht, ich habe jetzt über 150.000, das war natürlich beim Topf von der Quote über 150.000. Und wenn ich jetzt diese 150 zurückgebe, dann bin ich nicht so gemütlich. Da die Entscheidung vom System erst am Anfang nächsten Monat, Anfang März, kommen sollte, habe ich gedacht, in einem Monat kann ich natürlich sehr viel zurückgeben. Ich könnte auch sehr viel gewinnen, das kann man nicht sagen, das kann ich nächsten Monat wissen. Ich hoffe für alle, die am Moment noch in Tesla investiert sind, dass ich falsch war und dass Tesla nach 10.000 geht. Also, das war meine Entscheidung. Also ich habe einmal eine Entscheidung getroffen, die nicht nach dem System war. Einfach, weil es zu viel psychologischen Stress gab, diese Position so zu lassen. Jemand könnte sagen, warum hast du in deinem System keinen Trading Stop eingebaut? Einfach, weil die Trading Stops in so einem System nicht richtig funktionieren. Die Ergebnisse sind schlecht, einfach schlecht. Wegen der Natur von System. Okay, so ein Momentum-System funktioniert nur, wenn man alles laufen lässt. Einer könnte sagen, warum hast du nicht die Position einfach halbiert? Also halbe Position schließen und andere, in meinem Fall 150 Aktien, könntest du im Portfolio lassen. Ja, das könnte eine Lösung sein, aber ich wollte einfach fertig sein. Ich wollte einfach die Position schließen und nicht mehr daran denken. Ich könnte vielleicht jetzt in ein paar Wochen nochmal daran denken, wenn Tesla über 1000 geht oder wenn Tesla wieder zurück nach 300 fallen, dann wäre ich natürlich happy in dem Fall, weil die Entscheidung richtig war. Aber okay, eine Entscheidung trifft man manchmal, die bleibt und ob die richtig oder falsch war, wie gesagt, kann nur die Zukunft sagen. Entscheidungen habe ich sehr viele getroffen, kannst du auch lesen in meinem E-Book, Erfolgreich dran, wenn du gehst, kannst du hier bei der tradingweltmeister.de Seite gratis runterladen. Aber bitte kommentiere und sag mir auch, bist du in Tesla? Hast du Angst? Hast du Erfolg? Was sind deine Gefühle? Was denkst du über meine Entscheidung? War ich brav, das zu tun? Oder bin ich blöd gewesen, einfach weil ich nicht einmal nach dem System gearbeitet habe? Bitte, kommentiere. Ich bin neugierig, was deine Meinung ist. Und wir treffen uns nächste Woche wieder. Da wissen wir vielleicht auch, wie es weitergegangen ist. Ciao von André Unger. Ciao aus Italien.